Hallo Leute, ich gehe mal mit euch raus. Ja, wir haben sehr viele Nachrichten heute bekommen. Ja, warum? Ich kann es euch sagen. In den letzten 2 Tagen, Sabine, hast du kurz Zeit für mich? Die Unwetterwarnung, die waren für heute und gestern, ne? Aber für morgen nicht mehr, ne? Ja, es gab Unwetterwarnung. Und unter anderem auch hier für Encarnación. War das Unwetterwarnung? Nö, ne? Asunción war richtig Unwetterwarnung. Aber das Wetter macht ja, was es selber will, ne? Und ja, der Spaß war dann einfach. Gestern Nachmittag fing das an, nachdem es richtig sonnig war. Ne? Entschuldigung, dass ich immer, ich muss meine Frau fragen, ne? Weil sie, könnt ihr das sehen? Sie lacht mich an. Das ist ja auch gut so. Ja, das war erst sonnig und dann fing das an, so ein richtig schöner, angenehmer Sommerregen, oder? Und da haben wir gesagt, boah, das tut jetzt den Pflanzen richtig gut. Ja, und irgendwann sind wir dann irgendwann früh abends ins Bett gegangen. Ne? Warte mal, jetzt seht ihr Sabine auch im Hintergrund. Hä? So passt das gut. Dann sind wir früh ins Bett gegangen und dann fing das irgendwann, ich weiß nicht, 10 Uhr, also 22 Uhr. Wow. Mit Gewitter bis zum Abwinken. Dann ist das wie Sturzfluten vom Himmel runter. Ich habe es zwei oder dreimal, Sabine. Ich darf das sagen, darf ich das sagen, was du selber gesagt hast? Tue ich trotzdem, wenn ich aber trotzdem sage, verhaut sie mich. Also es gibt eine Situation, wenn Sabine schläft, wo sie selber Geräusche erzeugt, die lauter sind als ein Gewitter. Ich habe es nicht gesagt. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Das wird wahrscheinlich in YouTube dann auch zensiert. Ich wurde despektierlich bezeichnet. Ja, nee, also um es mal wieder auf den Punkt zu bringen, das ging dann gestern Abend richtig los mit Gewitter. Ich habe das selber zwei oder dreimal mitbekommen, dass der Blitz unser Schlafzimmer erhellt hat und unter einer Sekunde war der Donner da. Also das war nicht mehr als 300 Meter entfernt. Boah, hat das gekracht, ey. Und was ist hier runtergegangen? Ja, und das war jetzt auch für unser neues Haus, ja, die Probe, ob wir richtig gekauft haben. Und dann dazu muss ich sagen, ja. Wir haben ganz viele Anrufe von Bekannten jetzt bekommen, auch so, ist bei euch Wasser drin und wie auch immer und haben die Pflanzen überlebt? Das ist alles heute reingekommen und wir konnten sagen, ja, wir haben zwei Schwachstellen, Sabine. Und die sind in den Regenrinnen, im Bereich der Regenrinnen, ne? Das eine ist ja doch alles im Bereich der Regenrinne, wo dann ein bisschen was drüber läuft. Das kennen wir auch aus den anderen Häusern, die wir schon mal besichtigt haben sogar, oder auch gewohnt haben. Das war aber alles nicht dramatisch, ne? Ich fand's deswegen interessant, weil wir von sehr vielen, von Ruben, von unserem Gärtner angeschrieben worden sind. Alles in Ordnung bei euch? Was ist mit den Pflanzen? Es ist alles okay. Es ist alles okay. Das heißt, so wie wir die Entscheidung getroffen haben, hier mit dem Haus auch, da gibt es vielleicht so kleine Dinge, die man nachstellen muss, aber wir wissen ja mittlerweile, das kostet nur ein Appel und ein Ei. Völlig entspannt. Auch dieses Haus alles richtig gemacht. Unser Garten, ich drehe mal kurz im Kreis, ich hoffe, dass. Ja,
drehe mal im Kreis, das zittert vielleicht alles. Es hat alles super überlebt. Alles kein Problem. Tja, manche Dinge, die kann man ja im Vorfeld gar nicht planen. Wenn es dann gut funktioniert, dann freut man sich. Also wir freuen uns. Ne, Sabine? Wo ist er denn? Wo bist du denn? Wo ist sie denn? Ach. Sie kontrolliert. Sabine, du bist im Bild. Sie kontrolliert gerade den Dill. Ja. Wir haben ja Dill bis zum Abwinken jetzt mittlerweile. Was uns freut. Ihr Lieben, das sind solche Tagesberichte. Wie es hier gerade läuft, es ist halt immer keine Sonne, es ist nach einem Unwetter und bei uns ist es gut gelaufen. Und natürlich wünsche ich allen anderen auch, dass es auch gut gelaufen ist. Bitte? Ja, aber doch in den letzten zwei Tagen, also gestern nicht. Es geht darum, dass wir die ganze Zeit gutes Wetter gehabt haben und die letzten 24 Stunden kann man sagen, 24? Ah, kann man sagen, ne? Hat es hier getroffen ein bisschen, ne? Und bei uns ist es gut gelaufen. Für euch, schönen Tag noch. Tschüss.